Max Highlights, Höhepunkte der Woche. Im Studio Christina Sterz. Herzlich willkommen bei uns. Höhepunkte der Woche sind diesmal unter anderem diese Themen hier. Unvollendet, die Skulpturen des britischen Bildhauers Thomas Hausegow. Experimentell, die Projektionen des Videokünstlers Martin Eidenberger. Und traumhaft, Tauchgang in einem versunkenen Dorf in Norwegen. Ich habe so viel Glück, sagt Thomas Hausegow, dass ich unter Schock stehe. Das Gefühl kann man verstehen, wenn man sich seine Geschichten anschaut. Noch vor wenigen Jahren hat der britische Bildhauer seine Skulpturen angeblich selbst zerstört, weil sie niemand geschenkt haben wollte. Heute ist der 40-Jährige einer der hochgejubelten Stars der internationalen Kunstszene und verdient mit seinen eigenwilligen Werken jede Menge Geld. Er ist derzeit einer der gefragtesten Künstler. Der Brite Thomas Hausegow, hier in seiner ersten großen Einzelausstellung in Europa. Und das in einer der wichtigsten Galerien für zeitgenössische Kunst, der Galerie Hauser & Wirth in London. Einst mittellos reißen sich heute Sammler um seine Arbeiten. Seine sperrigen Skulpturen werden auf dem Kunstmarkt hoch gehandelt. Diese Arbeit hier drückt eine Aktion aus, beziehungsweise verschiedene Arbeitsschritte. Wir haben daran ganz unterschiedlich gearbeitet. Es ist vor allem eher ein Gemälde und weniger eine Skulptur. Zum Beispiel die Rigipsplatten hier. Wir haben den Gips auf den Boden gegossen, sodass so eine Art fließendes Ereignis daraus wurde. Dann haben wir die Platten einfach drauffallen lassen und in dem Moment, wo wir die Platten wieder hochnahmen, zack, hatten wir ein Gemälde. Es ist also eher eine Zeichnung als eine Skulptur, die auf diese Weise nur an einem halben Tag entstanden ist. Gipsfiguren mit klaffenden Rissen. Der 40-Jährige bearbeitet das Material oft mit Füßen und Händen, hinterlässt seine Abdrücke darauf. Die Proportionen stimmen selten. Den abstrakten Figuren fehlen oft Gliedmaßen. Thomas Hausegow bricht mit dem Vollkommenen, verzichtet bewusst auf alles Dekorative. Gesichter werden zu Fratzen, sollen unheimlich wirken. Zerrbilder einer Gesellschaft, so wie er sie sieht. Mit meiner Arbeit möchte ich lieber einen Zustand ausdrücken, nicht unbedingt das Fertige zeigen. Manchmal ist es ein Moment, manchmal ein Signal. Ein Kunstwerk zu beenden, ist mir dabei weniger wichtig. Thomas Hausegow wurde in Leeds in Nordengland geboren. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie. In den 90er Jahren erhält er ein Stipendium für die renommierte Kunsthochschule Central St. Martins in London. Er ist von Künstlern wie dem spanischen Maler und Bildhauer Pablo Picasso inspiriert, der oft einfache Materialien verwendete, wie sie auch Thomas Hausegow gerne benutzt. Doch ohne Förderer helfen auch die besten Vorbilder und die beste Ausbildung nicht. Mittellos wandert er 2003 nach Los Angeles aus, zerstört seine Skulpturen, die keiner geschenkt haben will. Als ich in die Staaten auswanderte, war daran gar nichts Romantisches. Ich war echt verzweifelt. Meine Frau und ich waren wirklich am Ende vom Ende vom Ende. Und dann kam ein Freund aus L.A. und sagte, okay, kommt raus aus Europa und schlaft erst mal bei mir auf der Couch. In den USA lernt er über Freunde wichtige Kunstmäzene kennen, wie den französischen Milliardär François Pinault. Ihm gehört unter anderem der Palazzo Grassi, ein privates Museum für zeitgenössische Kunst in Venedig. 2011 bittet er Thomas Hausegow, hierfür eine Skulptur zu erarbeiten. Geld spielt keine Rolle. Seine Figur wird zum inoffiziellen Wahrzeichen der renommierten Kunstbiennale. Damit ging es richtig los. François Pinault ist auch Eigentümer vom Auktionshaus Christie's, das allein in diesem Jahr drei Werke von Thomas Hausegow verkaufte. Figur 2 für rund 190.000 Euro. Für rund 100.000 Euro Figur 1. Und für weitere 150.000 Euro das sogenannte Porträt. In nur 4 Jahren wurde aus einem unbekannten Bildhauer ein Star der Kunstszene. Er hat wirklich über die Jahre hinweg bewiesen, dass er auf einem ganz hohen Niveau Werke machen kann und da nicht nachgibt, auch wirklich selber sehr kritisch ist damit. Und aber auch persönlich wirklich diese Stärke, diesen Drive, diese Energie hat. Und gar nicht anders kann. Große Nachfrage, Ruhm, Geld.
Thomas Hausegow will sich weiterhin auf seine Kunst konzentrieren, hat die Vorteile seines Erfolges aber mittlerweile zu schätzen gelernt. Ich halte es da mit meinem Vater. Der hat immer gesagt, wenn du die Wahl hast zwischen den Armen und den Reichen, dann lauf immer mit den Reichen. Das ist eigentlich schlimm, oder? Das nimmt mir jeglichen Druck. Grob und unfertig. Ein Stil, der sich für Thomas Hausegow auszahlt. Und auf den Erfolg stoßen wir an mit einem Bier. Deutschland gilt ja als das Land der Biere. Mehr als 5000 verschiedene Sorten gibt es hier. Und die Zahl der Brauereien nimmt von Jahr zu Jahr zu. Mittlerweile sind es um die 1300. Darunter auch immer mehr Kleinstbrauereien, die vor allem die lokalen Märkte mit handgemachten Bierspezialitäten versorgen. Auch für die Berliner sind sie eine willkommene Abwechslung zum gewohnten Einheitsbier der Großbrauereien. Eine Bierverkostung im Restaurant Das Meisterstück in Berlin. Gastgeber Frank Waldecker lädt hier zu Verkostungen von Spezialitäten wie Champagnerbier, Sauerbier oder Rauchbier, alle nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Ausgewählte Speisen unterstreichen den Geschmack der Biere. Die verschiedenen Aromen, die verschiedenen Schichten letztlich, wie bei einem guten Wein, halt eben, sie riechen, sie schmecken vorne, es geht nach hinten halt eben. Und von daher haben sie, wie bei einem guten Wein, ein Aromenspiel, was nacheinander abfolgt und hinterher auch noch einen Nachklang hat. Bier jenseits des Massengeschmacks. Ein Trend aus den USA, der auch in Deutschland immer mehr Freunde findet. Man kippt das Ding halt nicht so in den Nacken und hat dann dieses erfrischende Gefühl, sondern man schmeckt mehr. Es ist also sehr, sehr vielfältig und also auch, dass man so schon fast in eine Weinrichtung gehen kann, fand ich sehr interessant. Von leichten Riesling-, Sekt- bis Champagnernoten über Fruchtnoten, Johannisbeere, Himbeere, was man normalerweise gar nicht in einem Bier erwartet. Rund 70 verschiedene Biere gibt es im Meisterstück, aus Deutschland und aus aller Welt. Eine 0,75 Liter Flasche kostet 10 bis 25 Euro. Für Raritäten wie das Bouche de Nuit aus Belgien werden aber auch schon mal 60 Euro verlangt. Die Menge, die jetzt für eine Flasche Bier 50 Euro zahlt, die ist pharmazeutisch. Ja, das sind wirklich absolute Freaks. Aber so im Bereich bis 10 Euro halt eben, da entwickelt sich eine breite Freundschaft, halt eben auch ein breites Publikum, die sagen, hey, das ist was Besonderes, das muss einen anderen Preis haben. Wer besondere Biere sucht, die nur in kleinen Mengen gebraut werden, wird immer öfter fündig. In Kleinstbrauereien, oft mit angeschlossenem Ausschank. Sie versorgen einen meist lokalen Markt, wie Eschenbräu in Berlin. Mehr als 100 solcher Kleinstbrauereien haben in den vergangenen 5 Jahren in Deutschland eröffnet. Eschenbräu-Chef Martin Eschenbrenner bietet ganzjährig 3 Biersorten an. Pilz, Dunkles und Weizenbier. Alle ungefiltert. Selbst ein stinknormales Pilz kann ganz anders aussehen. Das kann nur bitter sein, das kann bitter aromatisch sein. Es kann verrückte Hopfensorten haben und unfiltriert schmeckt das Ganze sowieso besser. Durch die Filtration werden Geschmacksstoffe rausgenommen, die dem Bier definitiv fehlen. Neben den 3 Hauptsorten werden bei Eschenbräu über das Jahr verteilt noch rund 15 Saisonbiere wie Stout, Export oder Märzen gebraut. Sorten, die in Deutschland nur selten zu finden sind. Gebraut wird in Handarbeit. Man sieht halt wirklich den Entstehungsprozess, also vom geschroteten Korn dann bis zur fertigen Würze, die mit Hefe angestellt wird und dann langsam anfängt zu gären. Und einfach dieser Herstellungsprozess, das ist ja auch das, was einen so stolz macht, so. Dass dann sein eigenes Bier fertig ist. Die Leute sagen, gutes Bier. Das Dunkle von hier schmeckt einfach viel besser als einfach so ein Bier vom Discounter. Das ist frischer, es hat Geschmack, es ist süßer und es ist was Besonderes. Nicht zu herb, ist einfach süffig und schmeckt. Ist einfach lecker. Fruchtiger, kräftiger. Schmeckt einfach nach Bier, nach selbstgebrautem Bier. Im Restaurant Das Meisterstück ist die Runde beim Dessert angekommen.
Zum Schokoladenbrownie gibt es ein Bavaria's Best, ein süßes Bier mit Lakritz- und Schokoladenaromen. Die Erkenntnis der Gäste: Bier kann überraschend viele Nuancen haben. Design spielt in Finnland eine wichtige Rolle. Viele der weltbekannten Klassiker haben sich finnische Designer ausgedacht. In diesem Jahr ist Helsinki sogar Welthauptstadt des Designs. Ein Titel, der alle 2 Jahre von der Weltorganisation für industrielle Formgebung verliehen wird und vorher an Seoul und Turin ging. Zu den Höhepunkten unter den zahlreichen Veranstaltungen in diesem Jahr gehört die Helsinki Design Week. Finnisches Design ist bekannt für klare Formen und Funktionalität. Möbel wie der Ball Chair sind Designklassiker. Einmal im Jahr trifft sich die Branche auf der Helsinki Design Week. Die Messe ist für finnische Designer ein Pflichttermin. Wenn ich Möbel entwickle, dann ist es für mich wie Bildhauerei. Ein Stück muss funktionieren und zugleich schön sein. Beides ist mir wichtig. Mikko Parkkonen war in Finnland Designer des Jahres und hat Preise in Asien und in den USA gewonnen. Der 37-Jährige entwirft Möbel für internationale Hersteller. Auf der Designmesse präsentiert er unter anderem Stühle, die jeweils nur aus einem Stück Eichenholz gearbeitet wurden. Die Idee für diesen Stuhl habe ich aus der Musik. Die Soundfrequenzen gehen so. Diese Formen haben mich inspiriert. Das habe ich gezeichnet und daraus wurde dann ein Stuhl. In Helsinki spielt modernes Design eine große Rolle. Rund 200 Geschäfte gibt es allein im sogenannten Design District. In diesem Jahr trägt die Stadt zudem den Titel World Design Capital, Weltdesign-Hauptstadt. Daher ist die 8. Helsinki Design Week so groß wie nie. Es gibt mehr als 50 Ausstellungen. Die größte findet hier in einem alten Lagerhaus statt. Hier präsentiert auch der renommierte Designer Ika Supponen. Für mich ist Design kein Style, es ist eine Idee. Und dazu da, das Leben der Menschen zu bessern. Deswegen sollte Design für alle gesellschaftlichen Klassen zu haben sein, soweit es über die industrielle Produktion mit hoher Qualität machbar ist. Ika Supponens Sesselentwürfe sind international bekannt. Dies ist ein neuer Entwurf. Zur Helsinki Design Week kommen auch viele Designer aus dem Ausland. Boris Berlin ist Mitbegründer von Komplott Design. Das Unternehmen gehört zu den innovativsten Designbüros Dänemarks. Er arbeitet regelmäßig mit finnischen Designern zusammen. Die Finnen sind einfach ein bisschen wahnsinnig. Und die Sachen, die sie machen, sind richtig gut. Ich finde, finnisches Design gibt uns sehr viel. In den 30er Jahren legte Alvar Aalto den Grundstein für den weltweiten Erfolg finnischen Designs. Seine schnörkellosen Möbel und Glasgegenstände sind heute Klassiker. Eero Aarnios sogenannter Ball Chair, ein Kunststoffsessel, revolutionierte in den 60er Jahren das Möbeldesign. Label wie Marimekko verkaufen ihre Entwürfe auf der ganzen Welt. Ein Viertel der finnischen Bevölkerung arbeitet heute in der kreativen Industrie. Viele Finnen, wie auch Designer Mikko Parkkonen, empfinden das als eine Ehre. Design ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Obwohl Finnland ein kleines Land ist, haben wir hier viele Architekten und Designer. Ich denke, wir haben ein großes Herz für Design. Design aus Finnland, schlicht, funktional und zeitlos. Davon haben sich auf der diesjährigen Helsinki Design Week zehntausende Besucher überzeugt. Und
Und auch dieser Trend ist nicht mehr zu übersehen. Die digitale Technik erobert inzwischen fast jeden Bereich, sogar die musikalische Hochkultur. So setzen selbst renommierte Opernhäuser auf der ganzen Welt inzwischen immer mehr auf Videokunst oder sie nutzen filmische Tricks zur visuellen Unterstützung ihrer Inszenierungen. Für Multimedia-Künstler tun sich damit ganz neue Möglichkeiten auf. Einer der einfallsreichsten in Deutschland ist Martin Eidenberger. Und von ihm sieht ein Bühnenbild dann zum Beispiel so aus. Das hier ist kein Zeichentrickfilm, sondern eine Animation des Videokünstlers Martin Eidenberger. Er hat sie für eine Inszenierung der Rossini-Oper Il Turco in Italia geschaffen. Ich mache mal kurz Pause. Das ist ein Kampf zwischen zwei Frauen, zwischen zwei Rivalinnen, die um einen Mann kämpfen. Da wird sozusagen der Kampf, der auf der Bühne szenisch begonnen hat, im Video fortgeführt. Das heißt, wir haben diesen Kampf der Rivalen in der Zickenkrieg. Also, und dann geht's weiter. Die Animation war im Frühjahr in der Nederlandse Opera in Amsterdam zu sehen, als Projektion auf einer Leinwand quer über die Bühne. Sie war ein Teil der Inszenierung. Die Darsteller sangen live weiter. Die Animation trieb die Auseinandersetzung zweier Figuren im Stück bildlich auf die Spitze. Woran man Freude hat im Theater, ist die Fantasie auf der Bühne und auch als Anreiz für die eigene Fantasie. Das heißt, erstmal ist Video ein Spielelement. Es birgt natürlich dann einfach Möglichkeiten für Inszenierung. Und ich glaube, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist, dass sich das Theater Techniken einverleibt. Computeranimation ist nur eine Methode, die der 32-jährige Künstler nutzt. Er kreiert damit Räume, Hintergründe oder spezielle Bühnenelemente. Oft dreht Martin Eidenberger für eine Inszenierung aber auch klassische Videoszenen. Wie hier bei der Oper Gisela, die bei dem bekannten Bühnenfestival Ruhrtriennale gezeigt wurde. Auch bei den renommierten Festspielen in Bayreuth und Salzburg hat er schon mitgewirkt. Welche Technik und welche Effekte bei einer Produktion zum Einsatz kommen, entscheidet Martin Eidenberger gemeinsam mit Regisseur und Bühnenbildner. Wichtig ist ihm dabei vor allem, dass die Videos zum Verständnis des Stückes beitragen. Das Bild an sich muss stimmen, weil es quasi die Folie ist, über die man kommuniziert, sozusagen jetzt in meinem Fall, wenn man sagt, Videobilder erstmal. Aber dass das Bild irgendwas anregen muss, weil ich glaube, was interessant ist, ist die sozusagen irgendeine Idee, die es vermittelt. Martin Eidenberger kommt aus Linz in Österreich und lebt seit 6 Jahren in Berlin. Sein Architekturstudium hat er abgebrochen, um Multimedia-Kunst zu studieren, einen Entschluss, den er nicht bereut hat. An der Deutschen Oper in Berlin wirkt er zurzeit an der Inszenierung von Helmut Lachenmanns Oper »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« mit. Das Stück gilt als eines der schwierigsten Werke der Operngeschichte. Für die Inszenierung hat Martin Eidenberger Filmsequenzen produziert, diesmal in VHS-Optik. Videos wie diese sind inzwischen ein fester Bestandteil von Opernproduktionen. Das wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Das sieht man ja auch an den, gerade wenn Sie jetzt die Festivals anschauen, Salzburg, Bayreuth, die ja so immer die Führung haben sollten, was das Neueste anbelangt. Und da sehen Sie alle Produktionen fast sind mit Video. Ich glaube, die entscheidendste Entwicklung in der Verwendung von Video ist nicht so sehr neue technische Möglichkeiten, neue ästhetische Möglichkeiten oder sonstige Sachen, sondern die Bewusstheit, dass man es verwendet und wenn man es verwendet, dass man sich genau bewusst sein muss, was es bewirkt und dass man sich das als Mittel sehr bewusst sein muss und nicht einfach salopp sagen kann, ach ja, wiederverwenden wir auch noch, wir wissen noch nicht genau wo, das läuft dann einfach hier mal hinten, dass sich das immer mehr durchsetzt, dass das sehr bewusst eingesetzt wird. Bildschirm und Bühne, für den österreichischen Videokünstler Martin Eidenberger keine gegensätzlichen Welten, sondern zwei, die sich oft ganz hervorragend ergänzen. Unsere Sendung können Sie sich übrigens auch komplett im Internet anschauen. Unter dw.de/euromax finden Sie auch viele weitere Informationen zu uns und dem Programm der DW. Schauen Sie gerne mal vorbei. Und wir machen so lange weiter mit einem Tauchabenteuer in Norwegen.
Es gibt nur wenige Menschen, die überhaupt wissen, welches Geheimnis sich am Grund des Bergsees befindet. Aber wer sich in das eiskalte Wasser hineintraut, der wird staunen, denn dort liegen die Reste eines vor langer Zeit versunkenen Dorfes. Wir haben die Reise in die Vergangenheit gemacht und uns das norwegische Atlantis angeschaut. Es ist eines der engsten und steilsten Täler des Landes. Das Nurangsdalen an der norwegischen Westküste, rund 400 Kilometer nördlich der Stadt Bergen. Bekannt als das Lawinental. Den Norweger Svein Bolstad zieht es immer wieder in die Gegend. Er kennt hier einen ganz besonderen Ort. Den Bergsee Lyngstølvatnet. Es war am 26. Mai 1908. Von den Bergen kam eine Lawine herunter. Die Felsen, die runterrollten, bildeten eine Barriere und stauten den kleinen Fluss, der durch das Tal führte. Das Wasser stieg immer höher. Und das war sozusagen die Geburtsstunde dieses Sees. Svein Bolstad ist Leiter einer Tauchstation. Regelmäßig taucht er im Bergsee. Manchmal nimmt er andere Taucher mit. Im Lyngstølvatnet sind Überreste einer Siedlung zu finden, die hier vor 104 Jahren verschwand. Schon vom Ufer sind Reste eines versunkenen Dorfes zu erkennen. Die alte Landstraße weist den Weg zum Grund des Bergsees. Früher führte sie durch das gesamte Tal in das Dorf hinein. Das Wasser ist nur wenige Grad Celsius kalt und kristallklar. Sogar das Straßenschild ist noch erhalten. Das war die Landstraße Nummer 9. Die ersten Anzeichen der Ortschaft: Steinmauern. Früher hüteten die bis zu 30 Bewohner der Siedlung hier ihr Vieh. Heute gibt es kaum Leben auf dem Grund des Bergsees. Die Brücke aus Feldsteinen macht heute wenig Sinn. Früher führte sie über den Gebirgsbach Lyng, der zu diesem See anschwoll. Der Tauchgang ist für Svein Bolstad jedes Mal ein Ausflug in die Vergangenheit. Ich stelle mir vor, dass da plötzlich eine Ziege oder ein Schaf steht. Ich stelle mir Kühe und Menschen vor. Und ich sehe genau, wie es damals war. Ich sehe die Gatter, die Bäume, die Zäune. Das ist ein fantastischer Tauchgang. Es hat etwas Magisches, wenn ich durch den Birkenwald schwimme und die Äste und Zweige sehe. Das ist richtig toll. Diese Felsbrocken zerstörten die Siedlung. Einige sind über 5 Meter groß. Es erscheint wie ein Wunder, dass keiner der Dorfbewohner zu Schaden kam. Die versunkene Siedlung beschäftigt auch die norwegische Regierung. Die Regierung ist der Ansicht, dass wir den Unterwasserwald schützen sollten. Vielleicht gibt es daher schon nächstes Jahr erste Verbote. Dann dürfen keine Taucher mehr in den See, die die Bäume beschädigen könnten, sondern nur noch Schnorchler. Und so war das heute vielleicht einer der letzten Tauchgänge in eine versunkene Welt, die schon jetzt nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen haben. Aber wir haben sie gesehen. Ich finde, so ein Tauchgang ist immer so ein bisschen so eine Mischung aus faszinierend und ein bisschen gruselig.
Nun denn, mehr spannende Geschichten aus Europa haben wir in der nächsten Ausgabe der Euromax Highlights für Sie. Die sollten Sie nicht verpassen. Und damit sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.